Episode 2: Hunger und Hilfe. Previously on The Walking Dead. I know who you are. I got another good one for you. You've been all by yourself through this? Yeah, I want my parents to come home now. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. You'll shift in with Doug when he needs it. You got it, boss. Son of a bitch. One of them is bitten. We reason with him. With the bloody end of an axe handle, maybe. Nobody threatens my boy. And I don't give a shit about what happens to you, but if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Telltales The Walking Dead, die offensichtlich Texte nicht richtig auf Bildschirmgrößen anpassen können. Danke dafür. Mann, was ist da los, ey? Also technisch gesehen ist dieses Spiel echt grauenhaft, das muss man mal so sagen, es tut mir leid. Aber gut. Ja, im letzten Part haben wir das Staffelfinale von Episode 1 gehabt. Das Staffelfinale von Episode 1, genau. Das Episodenfinale von Episode 1. Und das ging ordentlich ab. Okay, wir haben die Axt auch 3 Monate später noch. Das ist gut, weil damit können wir Zombies den Kopf einschlagen. Und diesmal zielt der Idiot wenigstens direkt auf den Schädel und nicht erst 10-mal in den Nacken, was halt absolut nichts bringt. Das ist schön. Oh, wer bist du denn? What they get this time? Looks like a rabbit. Ja. Well, that's another meal lost. No. I still can't believe we went through all that commissary food in 3 months. It seemed like so much at the time. Ja, ihr hättet halt damals was suchen sollen. Yeah, except then I'd probably be food by now. Trust me, I have no regrets. Wer bist du überhaupt? Mark, okay. We're all hungry. No kidding. Ja, wir haben schon in der Vorschau das letzte Mal gesehen, dass wohl kritisch wird mit dem Essen. Types of pie. It was driving me nuts. He's starting to lose it. He's not the only one. Won't you cut him some slack? Aha. Yeah. Und offensichtlich haben wir noch andere Leute gefunden und sind jetzt zusammen auf der Jagd. You'll have to ask Lily. She's the one handling the rations. Or mishandling it, ask Kenny. He's just worried about his kid getting enough. I worry about Clementine too. You think Kenny's having any more luck than we are out here? I sure hope so. Der ist auch auf der Suche, ja. Naja. Wer ist Lily? Ist Lily auch eine neue Charakter? Sagt mir jetzt gerade nichts. Der wird nicht gehen, nein. Ja, der hat uns schon das Leben gerettet. Did you hear Larry going off on him last night? What's the old guy's deal anyway? Seems like he's got a problem with you in particular. Larry ist das der Arsch, der uns umbringen wollte? Mit dem habe ich auch ein Problem. Rassistenarsch, nice. Who knows what Larry's problem is? Naja. Maybe that's just the way he is, but that guy needs to chill out. And I know Lily thinks he's getting weaker, but the guy's all muscle. He's a walking pile driver. I know I wouldn't want to be stuck in a room with him. Ja, aber vielleicht eher alleine in einem Zimmer. Knock me flat. Ja, der Drecksack. Der kann froh sein, dass ich meine Axt zu dem Zeitpunkt nicht hatte. Ich hätte den so umgelegt. Aber wer das wissen will, der kann sich ja den letzten Part ansehen. Da habe ich das mehr als deutlich ausgeführt, was ich von ihm halte. Ernsthaft, die Krähe? Bruder, wenn du da reingeschossen hast, dann bleibt da nichts mehr übrig. Don't. Gunshot'll bring walkers. Ja. Ist so. Vor allem schießt den Vogel weg und dann bringt das halt genau gar nichts. Und da bleibt nichts übrig, was du essen könntest. Oh. Shit, was that Kenny? I don't know. Come on. Oh, scheiße. Alter, wir verlieren nicht direkt im ersten Part jetzt wieder jemanden. Nein, 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 nein.
Aber wir haben uns gemerkt aus dem letzten Part, wenn Entscheidungen zu treffen sind, ob wir jetzt einer von zwei Personen helfen wollen, dann können wir auch meistens nur, oder was halt weiß, wir können wahrscheinlich auch nur eine von beiden retten. Und zwar die, die wir auswählen. Die andere müssen wir als tot ansehen. Oh, scheiße. Was zum... Welcher Hurensohn hat da eine Bärenfalle aufgestellt? Jesus Christ. Oh, shit. No, no. Please don't kill us. We just want to help our teacher. We'll leave, I swear. Lee, you guys okay? Get it off, goddammit, get it off me! Ja, mach halt. Maybe they can help. These might be the same guys that raided our camp and we barely got away from that. What guys? Ja und, dann haben wir euch doch jetzt eh schon. Bear trap out here. It's okay. We're not gonna hurt you. Und wenn wir es wollten, haben wir euch doch eh schon. Ist doch jetzt egal. Kid, chill out. We'll try to help you, but you gotta shut the fuck up. Lee, this is fucked up. We gotta help you. Please. Ja, auf. Mach halt auf. Du weißt gar nichts. Ich will euch nur helfen. Ja, auf. We gotta get him out of there. Oh God, thank you. Fine, but you gotta hurry. Warum denn? Ah ja, gut. Ich meine, die Kerle, die sehen wir doch. Oh wow. Aber kann man die nicht aufziehen? Kann man die nicht einfach mit Gewalt aufziehen, die oder rastet die ein? Ah, shit. Das kann sein, dass die einrastet. Oh nein. Oh, ich weiß das Wort. Nachdem was wir... Nee, erstmal die Kette abhaken. Das Bein können wir immer noch abhaken, wenn wir ihn weg haben hier. Erst machen wir die Kette jetzt durch, dann können wir ihn mitnehmen. Oder auch nicht. Als ob wir die nicht durchkriegen. Komm schon. Komm schon. Scheiße. Oh nein. Okay, wir haben da noch einen Stein. Ich will nämlich das Bein abhacken. Nein, doch nicht auf die Kette. Ich dachte auf die Falle. Ja, okay, dann fuck it. Komm, da. Gibt keine andere Wahl. Oh, fuck, Alter. Abschneiden ist gut, es wird ein Abhacken, ihr Vögel. Oh, Alter. Och ja, genau, Kamera noch ein bisschen weiter rein, bitte, danke. Oh, Junge. Leck mich. Ja, komm, jetzt zieh's halt durch, Alter. Oh, ja, fuck, Alter. Oh. Ja, bitte es vielleicht mal ab oder so. Leute, der verblutet auch gleich, wenn ihr nichts macht. Ja. Oh Mann. Oh nein. Behind you! Travis! Oh, ernsthaft jetzt. Beweg dich halt, Junge, du kannst doch noch laufen. Ja, lauf halt! Junge, dreh dich um und renn! Bist du behindert? Was ist denn schiefgelaufen bei dir? Ja. Wie kann man so dumm sein? Die waren noch so weit weg, er hätte locker Zeit gehabt, sich umzudrehen und zu rennen. Wie kann man so dumm sein? Hä? Wie kann man in so einem Moment... Och, ich fasse es einfach nicht. Damit herzlich willkommen zurück zu Episode 2 von Walking Dead. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf die Dummheit von diesen Leuten. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Wie kann man in so einem Moment nicht auf die Idee kommen, sich umzudrehen und wegzurennen? Hunger und Hilfe. Und der Typ lebt auch nach 3 Monaten immer noch. Ja, gut. Ob er das geschafft hätte, wenn ich das Ganze gespielt hätte, die 3 Monate? Ich weiß ja nicht. Scheint ein ziemlich eintöniges Leben hier zu sein. Und ich glaube auch, ich verstehe auch gar nicht, warum die sich hier eigentlich so sicher fühlen. Das ist ein riesiger, offener Platz. Der ist von, naja, den Seiten nicht unbedingt offen, aber er ist auch nicht unbedingt zu. Und ich hätte ja eher an deren Stelle nach irgendeinem alten Haus oder sowas gesucht, weißt du? Irgendwas mit Dach und so. Weil ich meine, hier Regen und so weiter ist ja auch noch am Start, ne? Das ist halt auch ein bisschen kacke. Also ich weiß ja nicht. Irgendwie ein bisschen ungeil. Aha, ist das sie, unsere beste Schützin oder wie? Naja. Psst.
der Typ, Alter. Der macht mich wahnsinnig. Get the gates open! We've got wounded! Shit! What the hell are they doing? Oh ja, und das ist die Person, die Stress macht, weil wir Leute mitbringen, richtig? Come on. What happened? Oh, who's that? Don't have time to explain. Please, shit. Are you okay? Get him into the truck. Ja, ja, mir geht's gut. Cat, okay? Can you fix him? Jesus, Ken. Lee. I don't know. Lee! What the hell? You can't just be bringing new people here. Warum nicht? Hey, you wanna calm down for a fucking minute? Hey, no, I don't. I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. Warum nicht? Die können auch helfen. So what? Außerdem, hallo, we Menschlichkeit. We are not responsible for every struggling survivor we come across. We have to focus on our group. Right here, right Und was macht now. Uns zu unserer Gruppe? Wir haben uns auch irgendwann einfach random getroffen. Blöde Kuh. The only reason you're here is because you had food. Enough for all of us. But that food is almost gone. We've got maybe a week's worth left. Alter. You guys are carrying any groceries, are you? No. Fine, you guys fight. Ja und? Aber wenn wir verhungern, dann verhungern wir halt zusammen. Come over here and see what I drew. What? No, I... Just come on, okay? You know, you like to think you're the leader of this little group, but we can make our own goddamn decisions. This isn't your own personal dictatorship. Hey, I didn't ask to lead this group. Ja, dann lass es doch. Happy to have me distributing the food when there was enough to go around, but now that it's running out, suddenly I'm a goddamn Nazi. Kenny's right. Yeah, you're in charge of the food and the schedules, but you're not in charge of people's lives. Really? Yeah. You weren't there. Lee made a choice. End of story. Look, once Katja patches that guy up, you can kick him out of here. Send him out on their own. I couldn't care less. But they at least deserve a fighting chance against the Walkers. And for the record, Kenny wanted to leave those people behind. If Kenny would pull his head out of his ass for 5 seconds, he'd realize that I make these decisions to protect his family. We simply don't have enough food. I don't see any of you stepping up to make the hard decisions. My girl's got more balls than all of you. Ich hab die Entscheidung doch getroffen. Ich hab die Entscheidung getroffen, den Arsch zu retten und mitzunehmen. Sag mal, das ist doch eine Entscheidung. Bist du dumm? You know what? If you think I'm doing such a shitty job, then you do it. Gerne. Bin dabei. Sag mir, was entschieden werden muss, und ich entscheide es. You decide who gets to eat. No, I'm serious. Pick up that food and start handing it out. You see how it feels to not have enough food for everyone. Ah ja. Du hast nur 4 Nahrungsgegenstände für 10 hungrige Leute. Seriously? Vor allem Nahrungsgegenstände wahrscheinlich. Die halten sicherlich nicht mal eine Minute, Alter. Ah ja. Dann tut's mir leid, aber dann geht's ganz einfach. Die Kinder zuerst und danach die sie bei mir beliebt gemacht haben. Ganz einfach. Es tut mir leid, aber es ist einfach so. Wenn ich das jetzt verteilen soll, dann verteile ich es genauso. Weil gerecht verteilen kann ich es nicht, weil ich kann das ja nicht auf 10 Leute aufteilen. Ich meine, da bleibt ja nichts übrig. Also, was willst du machen? Is he gonna be okay? I don't know. Can you give me a hand real quick? Ja. Sure. What do you need? Just apply some pressure here while I try to close this up. You know, I thought I was starting to get used to this, sewing up people's injuries. But I mean, cuts and bruises are one thing, but Lee, this man has no leg. Ja, ich weiß. I did the right thing. Yeah, I know you did. The right thing is just scary sometimes, I guess. Mhm, naja, besser kein Bein als kein Leben, well, ne? Wobei, you've done all naja. You can, Lee. Thanks for the help. Ja, go ahead gerne. And check in on the others. I need a little space here anyway. Naja. Übrigens, wo wir jetzt gerade diese Situation hatten, die eine ist dagegen, neue Leute aufzunehmen, weil es viel Arbeit bedeutet. Und wir sind dafür, neue Leute aufzunehmen, wegen Menschlichkeit und dies, das, Ananas. Oder ich bin jedenfalls dafür. Ich weiß nicht, wie er jetzt dazu steht, aber ich bin dafür. Ich bin auf jeden Fall dafür. Das ist so eine Sache, die habe ich immer an Rick aus der Serie The Walking Dead bewundert. Weil er ja auch gerade in den späteren Staffeln, vor allem, glaube ich, am Anfang noch ein bisschen, naja, aber vor allem in den späteren Staffeln, so, ich weiß nicht, 6, 7, 8 um den Dreh rum irgendwie,
hat er immer gesagt, so, ja, selbst wenn ihre, seine Gruppe angegriffen wurde von einer anderen Gruppe, hatte den Leuten immer freigestellt, einfach sozusagen das Ganze zu lassen, den Angriff abzublasen und stattdessen auf seine Seite rüberzukommen und er nimmt sie auf und sie sind zusammen eine Gruppe, zusammen eine Familie. Und das ist einige Male nach hinten losgegangen, aber es hat auch ein paar Mal gut funktioniert. Und das habe ich wirklich immer bewundert, weil das einfach, das ist diese Menschlichkeit, die man halt in so einer Zeit dann bewahren muss, wisst ihr? Ich meine, was unterscheidet uns ansonsten noch von den Beißern? Die rennen auch rum, fressen alles, was sich bewegt, um halt zu überleben. Oder leben in Anführungsstrichen, ne? Aber wisst ihr, was ich meine? Und wir rennen dann halt auch rum und fressen alles, was sich bewegt, um halt zu überleben, so, weißt du? Was unterscheidet uns dann noch? Das ist, man muss sich dann so eine gewisse Menschlichkeit einfach bewahren, das ist so. Okay. Damit ist auch mein Monolog übrigens fertig, jetzt kann der Typ wieder reden. Genau, sag ich doch, ist nicht wirklich sicher hier. Ich meine, es ist zwar vielleicht ganz schnieke, weil es halt von Häusern eingeschlossen ist, aber im Endeffekt, selbst, warum geht ihr eigentlich nicht rein? Ich meine, da drin habt ihr ein Dach beim Kopf, so, hä, da wärt ihr sicherer. Keine Ahnung, Alter. Ich meine, dass man tagsüber vielleicht hier draußen chillt, ist ja okay, aber nachts werdet ihr wohl da reingehen, oder? Keine Ahnung. Vielleicht können wir hier auch noch Essen finden für die restlichen Leute, aber da müssten wir noch 6 weitere Gegenstände finden. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Doug, rig up a warning system out of garbage. Ja. Hey, Doug. Nice. What's up, Lee? What are you working on, Doug? I've worked up a little warning system for outside. Mm-hmm. How does it work? I set up trip lines at 4 locations, and each one triggers one of these 4 bells. So, cool. So we'll know where they are and how long we have. Smart. Yeah. Okay. You can save that guy? Maybe. I mean, I know about computers, but that doesn't mean I can fix a calculator. But you probably could fix a calculator. Well, yeah. Good point. Hä? Ja, aber was hat das mit einem Verletzten zu tun? Das habe ich jetzt nicht geblickt. Aber gut. Ja, Leute, ihr seht, ich möchte erstmal mit jedem reden, bevor ich die Nahrung zuteile. Ich meine, wie gesagt, mir steht zwar schon fest, dass die Kiddies was kriegen, aber alles andere ist noch ein bisschen arg random bei mir. Ich will denen allen was geben, außer dem einen asozialen Fuzzi, der kriegt nichts. Und übrigens lasse ich mich aus der Rechnung auch die ganze Zeit selbst raus, also die kriegt auch nichts. So ist es halt. So ist es halt. Will you hold the damn board steady? I'm trying. Digga, halt dein Scheiß, Maul. What do you want? A handout? I got 60 cents in my pocket. If you'll shut up and quit being such a pansy. Der Typ kriegt auf gar keinen Fall was, Alter. Boah, ich hasse den. Meine Fresse. Ja, kannst du aufhören zu... Hä? Du einfach, ja, okay. Ach, auch von Tag. That was my first attempt at making an alarm system. The new version is much more sophisticated. Das sieht auch irgendwie besser aus, ja. Wobei das da oben, ich meine, hey, funktioniert ja auch wahrscheinlich, ne? Macht Lärm und warnt sozusagen. Ob ihr wirklich vom Ton her diese Glocken auseinanderhalten könnt, weiß ich ja eh nicht, aber okay. Ja, du kriegst ganz sicher nichts zu essen, Bruder. Vergiss es. Wenn der mich schon anguckt, ich würde ihm am liebsten ins Gesicht schlagen, ey. Nein, du willst nichts zu essen, vergiss es. You've got to talk to Lily about getting along with Kenny. Lily can make her own friends. It's not about making friends. We're all in this together. We gotta start acting like it. Ja. All that. We'd be fine without you. Ja, und ohne dich erst recht. Lily thinks we should throw these new people out. Damn right. There's too many people hanging around here as it is. Ja, alles klar. Wir werden uns nicht mehr einig. Nope. Actually, we could use your axe. You mind if we take it? Yeah, give us that thing for a bit. Ja, Larry gebe ich die Axt ganz sicher nicht. Klar, mal, kannst du haben. Thanks. Hey, I'm the one doing all the work over here. You didn't Jetzt nicht mehr. Oh doch, ich habe drüber nachgedacht und dann dachte ich mir so, nee, du Arsch kriegst definitiv nichts von mir. Allein schon, weil ich dich nicht mit einer fucking Axt sehen will. Weil die fucking Axt nämlich... Das sieht ja super geil aus. Also ich weiß, was er macht, der haut da mit Nägel rein. Aber es sieht super lächerlich aus, als wüsste er nicht über eine Axt bedient. Okay, ja, alles klar.
Stark, 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 stark. So, oh. How you doing, Clementine? Okay. Where's your hat? I don't know. Can you help me find it? Klar. Sure. When did you lose it? I had it a couple days ago. I promise. If I find it, I'll let you know. Thank you. Okay, Clem. I've got to take care of some things. Why don't you go back to playing with Duck for a while? Okay. Die ist schon niedlich. How you doing, Duck? I'm okay. Me and Clementine are coloring. Guess what it is? I don't know. Katze. A dog? Nope. Oh, was ist das, ein Hund? It's a goat, right? No. Hä? Sind alle dumm? Machen die das absichtlich? Oh Gott. Warum steht Lee eigentlich immer mit so aufgerissenen Augen da? Was ist da los? Oh Mann. You're pretty brave when we brought those people in here. That's because I know Mom can fix him. Naja. Na dann. Catch you later, Doc. Okay. Bye, Lee. Du hast gar keinen Stift in deinem Kollege. Womit malst du eigentlich? Oh Gott. Darf ich jetzt bitte raten, was es ist? Es ist eine Katze. Oh. That thing doesn't work anymore, does it? No, not since it broke at the drugstore. Just gonna hold on to it then? Yeah, ja, if that's okay. I need it. It's okay. Ja, natürlich ist es okay. You said they'd find us. I know, I did. And until then... Look, Clementine. I'm not stupid, Lee. I know it's just pretend. But it makes me feel better. Okay, you take good care of it then. I will. Gut. How you doing, Clementine? Everything all right? Yeah. Is that man going to be okay? I think he'll be fine. Oh, ist nur ein Bein. That's good. Haben schon andere Leute überlebt. I'm so hungry, Lee. I hope I get to eat soon. Ja. Ach ja, fuck, Alter. Hey, is my friend gonna make it? I don't know. Ich dachte, das wäre Lehrer. Keine Ahnung, ist auch egal. I can't believe you chopped off his leg. Ja, was soll ich machen sollen? So who are you people? Our group's gonna wanna know. I'm Ben. Ben Paul. The man you saved is Mr. Parker, the band director at my school. We all came down from Stone Mountain for the playoffs when everything happened. Okay. How you holding up, kid? Well, I keep wondering if I could have done something to help, you know? Some kind of, I don't know, something. I'm sure you did all you could. Yeah, maybe. But maybe not. Bye. We'll get Ciao. Your friend back to normal in no time. I sure hope so. Ja. Alter, diese Entscheidung mit dem Essen ist echt eine Scheißentscheidung, ganz ehrlich. Die ist echt scheiße. Ich kotze. Was wird der Paartitel? Ich kotze. Word's getting out that you want to leave the motor in. That ain't no secret, Lee. It's probably our best bet. Oh, er will uns mitnehmen. Look, you've been good to me and my family. You saved Duck from those monsters. And you stood up to Larry at the drugstore. Klar. I won't forget that. You and Clem are welcome to come with us. Das ist cool, aber Alter, was zum Teufel ist denn mit dem deutschen Satz da rechts los? Also dem nicht-deutschen Satz da rechts. Oh Gott. Tja, Leute. Einerseits halte ich das wirklich für eine gute Idee. Weil, seien wir ganz ehrlich, die anderen Typen da, die ziehen uns halt schon hart runter. Und ich glaube nicht, dass sie uns so viel bringen aktuell. Aber andererseits habe ich ja gerade vorhin behauptet, was heißt behauptet, habe ich gerade vorhin gepredigt, gesagt, wie auch immer, ne, die Sache mit der Menschlichkeit und so weiter. Und dann sollten wir die halt auch nicht einfach so zurücklassen. Deswegen. We need you here. We have a better chance of surviving as a group. Our best chance ja, glaube ich nicht. Ich glaube, die beste Chance zu überleben haben, ja. Ich glaube, die beste Chance haben wir tatsächlich, wenn wir eben als starke kleine Gruppe zusammen sind, in dem Fall. Weil, seien wir ganz ehrlich, viele von denen hier, zum Beispiel der Larry da hinten und die Lily da oben, ich meine, ja, die kann vielleicht mit Waffen umgehen und so weiter,
Aber sie steht halt immer noch so viel zu sehr hinter ihrem Vater und ihr Vater ist halt ein riesen Arsch und ein ganzes, ganz schön großes Problem in der Gruppe. Von daher, ja, weiß ich nicht. Also die beiden würde ich gerne aussortieren. Glenn hätte ich gerne da, aber Glenn ist halt nicht mehr da, leider. Der hat sich verpisst. Was ja auch voll okay ist. Kann ja machen, was er will, ne? Ich meine, wir könnten theoretisch auch machen, was er will, was wir wollen. Ich fühle mich damit nur nicht so ganz wohl. Okay, Leute, wir haben 4 Gegenstände. 2 für die Kids. 1 für ihn. Ja, und 1 für seine Frau, oder? Nichts für uns und nichts für die beiden da hinten. Und für, ja, auch für Doug auch nicht. Scheiße, Doug, stimmt. Doug war ja auch noch da. Doug ist halt eigentlich auch wichtig, so, ne? Dann nichts für die Frau von Kenny? Nein, können wir nicht machen. Die ist die Ärztin hier, die hält alles zusammen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Scheiße. Okay, also mal fangen wir erstmal einfach an. Die Kids sind klar. Die stehen 100% in Stein gemeißelt fest. Da ändert sich auch nichts mehr dran. Da. Here, Clem. You need something to eat. Gut, dass ich es ihr zuerst gegeben habe. Jetzt habe ich nämlich noch die volle Auswahl. Ich würde sie jetzt gerne fragen, was sie eigentlich haben möchte. Aber ansonsten überlege ich halt mal, was das Beste wäre. Ein Stückchen Dörrfleisch wahrscheinlich, oder? Cracker und Käse. Ja, aber Cracker machen halt arschdurstig, ne? Ja gut, Dörrfleisch wahrscheinlich auch. X oder Y. Cracker und Käse klingt halt am ehesten noch nach was richtig satt macht. So ein Stück Dörrfleisch ist aber auch nicht schlecht, auf jeden Fall. Ach komm da, nimm das Fleisch. Okay, a Sunday would be better next time. I'll keep that in mind. Du hast dich entschieden, auf Clementine aufzupassen. Aha. Doug is hungry too. Yeah, why don't we gonna get some food? Ja, noch dreimal was dessen da. Ja, hey, du kriegst auch was. How about a little food? Ja, da, Cracker und Käse. Yeah. Oh man, I'm so hungry. Duck und seine Familie wissen das zu schätzen. Oh, okay. Ja, ich würde auch dem Neuen eigentlich gern was geben. Oh Mann, aber wir haben halt nicht so viel, deswegen kann ich eigentlich nicht an irgendwen, der random hier auftaucht, das einfach raushauen. Ich würde es auch ihr gerne geben. Okay, weißt du was? Ich überlege jetzt zwischen ihr und der Frau von Kenny. Also Kenny kriegt auch was. Kenny ist ein cooler Typ, der kriegt auch was. Ah nein, ich wollte nicht mit ihm reden, ich wollte ihm was zu essen geben. Da. Want something to eat? Ja. Apfel oder Cracker? Scheiße. Oh, das ist so schwierig. Mann, ich kann sowas nicht. Der halbe Apfel ist halt so ein richtiger Disrespect-Move, so nach dem Motto, ja, du kriegst zwar was, aber du bist mir eigentlich nichts wert, weißt du. Das ist halt mega asozial. Take this. How about my boy? He eat yet? Ja. Yeah, I gave him something. Sure, then hand it over. I'm starved. Thanks. Die anderen haben bemerkt, dass wir Kenny was gegeben haben, natürlich. Natürlich haben sie es bemerkt, aber was soll's. Jetzt habe ich noch einen halben Apfel, toll. Nein, wir wollten es nicht. Nee, sowas könnte ich nicht. Allein schon, weil ich mir nicht anhören möchte, du hast es selber gefressen. Ja, tue ich auch. Was soll ich denn machen? Ich habe ja keine andere Wahl. Hä? Ehrlich gesagt habe ich bis eben noch überlegt, ob ich dir das Scheißding gebe. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Natürlich. Aber habe ich meine Favorites? Ist doch klar. Ich meine, wie soll ich diese Entscheidung anders treffen? Es ist nun mal faktisch gesehen nicht genug für alle da, also muss ich irgendwie entscheiden, wer was kriegt und wer nicht. Und da ich nun mal ein Mensch bin, kann ich es nicht auswürfeln, sondern ich muss irgendwie halt festlegen, yo, der kriegt, mal gut, ich hätte mich jetzt auch hinsetzen können, den Leuten Nummern geben können und Würfel holen können, aber, kleiner Scherz am Rande. Ah, stimmt, den Kerl gibt es ja auch noch, der ist halt auch hilfreich, ne? Ah, Mann, ich halte mich viel zu lange auf an dieser Aufgabe, glaube ich. Na komm. Du kriegst auch noch was. Du bist gut am Arbeiten, du kriegst auf jeden Fall auch noch was. Leider habe ich nur noch einen halben Apfel da, es tut mir leid, aber besser als gar nichts. Wow,
Thanks a lot. That's awesome. Das war sauironisch, aber cool. Gern geschehen. Not such an easy job, is it? Nein, natürlich nicht. Habe ich auch nie behauptet. Ja, natürlich. Der hasst mich jetzt. Was soll ich machen? I don't know how you have the strength to do this every day. I don't have a choice. Hey, thanks for looking out for me and my family. I'm serious about that offer to come with us. You've more than earned a ride on the RV with me. Still, ja, ich weiß, aber... I guess some people aren't going to be happy with your choices. You're out! Ja. What happened to my food? There's none left. You keep treating people like this, and your days in this group are numbered. Ach, halt's Maul, Bruder. Old man. Yeah, well, I don't see you working on that wall. Klar, ich hätte eigentlich natürlich denen was geben sollen, die arbeiten und so, aber was will ich machen? Ich meine, der Typ ist halt ein Arsch zu mir. Ken, Lee, come here, please. He didn't make it, did he? He lost too much blood. God damn it. I'm getting sick of this shit. Ken, come back. There's nothing... Let him go, Captain. What? He just needs time. It's been a rough morning. That man you brought, I tried, but he was never going to survive. Well, at least he's not our problem. Tja, scheiße. What about the other kid? What? Oh my god! Fuck! Kommt schon, nein! Da war ein B! Ich hab das B nicht gesehen! Scheiße, ich hab gar nicht auf das B... Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott! What? Oh, Alter! Gib ihm! Nein! Nein! Guck nicht so, mach was! Tritt ihn, mach doch irgendwas! Komm schon! Jetzt mach ihn doch kalt, Alter! Ist doch nur einer! Nein! Du beißt mich nicht, Bruder, du beißt mich nicht! Jetzt mach ich doch endlich kalt! Benutze den linken Stick, um abzuhauen. Ja? Ja, komm! Mach halt! Hau doch ab! Fuck! Komm schon! Ja, jetzt auf! Hey, mach halt! Oh! Okay. Alter! Thanks. No problem. We gotta watch each other's backs, right? Ja, der Typ hat nicht geholfen. Why'd you bring him here in the first place, asshole? Dad, calm down. You're gonna get us all killed. Why didn't you tell us he was bitten? What? He was bitten, and you didn't say a goddamn word. But he wasn't Nein, bitten. Die verwandeln sich alle, wenn sie tot sind. Your friend here came back to life and tried to kill my wife. What? Wait, you all don't know? What the hell are you talking about? It's not the bite that does it. You come back no matter how you die. If you don't destroy the brain, that's just what happens. It's gonna happen to all of us. God help us. It makes sense. In those first few days, it spread so fast. Car accidents, suicides, everything was making more of them. When I first saw it happen, we were all hiding out in a gym and everybody thought we were finally safe. But one of the girls, Jenny Pitcher, I think, I guess she couldn't take it. She took some pills. A lot of them. Someone went in the girls' room the next morning and... God. Oh-oh. Lol. Idioten. Auf offener Straße. It works. Of course it works. I told you. Shit, where'd this string come from? Watch where you're walking, man. Who are those people? I don't know. Ja gut, Leute. Dann würde ich sagen, damit machen wir im nächsten Part weiter. Lasst einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.